Dienstagabend, 20.06 Uhr, Paul Brandenburg live, zum vorletzten Mal auch auf Kontrafunk und mit Joanna Kotar, der parteilosen Bundestagsabgeordneten für Digitalpolitik. Rufen Sie uns live hier im Studio an und diskutieren Sie heute Abend mit, wenn wir fragen, droht die digitale Diktatur? Unsere Nummer ist 030 für Berlin, 577 14 802. Die Regime in Berlin und Brüssel jedenfalls scheinen immer härter gegen unsere Meinungsfreiheit und für Zensur zu kämpfen. Zuletzt drohten sie der US-Plattform Twitter mit einer plumpen Sperre in ganz Europa, weil Twitter-Chef Elon Musk angekündigt hat, das sogenannte Desinformationspakt oder den Desinformationspakt mit der EU aufzukündigen. Ein Werk, das umfangreiche Zensurrechte für die Eurokraten vorsieht. Mittlerweile geht Twitter so weit, sogar anzukündigen, sie werden alle Begehren nach Zensur veröffentlichen und damit bloßstellen. Interessante Lage. Wir fragen uns, was ist daraus zu schließen? Kämpft Musk für die Freiheit oder ist das Ganze auch nur Scheinwerk und eventuell ein Vorwand für spätere Kooperation? Diskutieren Sie mit uns live im Studio und Joanna Kotar, bei der ich mich sehr freue, dass sie nach vielen Jahren wieder bei mir ist, mittlerweile als fraktionslose und parteilose Abgeordnete des Bundestages. Joanna, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, da sein zu können. Wir haben vor knapp 2 Jahren über ein sehr ähnliches Thema gesprochen, weil es schon immer deins war. Das war eher negativ, unser Fazit. Was ist seitdem aus deiner Sicht passiert? Stehen wir heute besser da nach 2 Jahren in Deutschland oder stehen wir schlechter da in Sachen Meinungs- und Bürgerfreiheit? Es ist sehr viel schlimmer geworden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man das noch toppen kann. Ich glaube, wir haben damals über das NetzDG gesprochen und die Zensur im Internet. Und die haben peu à peu immer mehr draufgelegt. Und das, was sie jetzt planen, das, was sie beschlossen haben im Dezember, den DSA-Pakt in Europa, was das für die digitalen Plattformen bedeutet, was das für die Zensur im Internet bedeutet, das ist vielen Menschen gar nicht klar. Und es ist ja nicht nur im Internet, es ist ja auch in der Gesellschaft so. Ja, die Menschen trauen sich nicht mehr, die Meinung zu sagen. DSA-Pakt, glaube ich, müssen wir kurz erklären, ist nicht jedem geläufig. Was ist das, der DSA-Pakt? Das ist ein neues Abkommen, was das Internet sicherer machen soll, was die Plattformen von der Freiwilligkeit dann zur Pflicht treiben soll, zu zensieren. Also was ich gerade sagte, dieser freiwillige Desinformationspakt, wo YouTube dabei ist, Meta für Facebook, Twitter war dabei, das war alles freiwillig. Das ist alles freiwillig, und genau. Jetzt kommt aber die Pflicht. Jetzt kommt die Pflicht. Das ist von der EU so beschlossen worden, von der Kommission. Es wird 2024 in Kraft treten. Einige Regelungen für die Plattformen, die treten schon früher in Kraft. Und die Kommission, die EU, kann bestrafen. 6-7% des Umsatzes, des Jahresumsatzes, was bei Twitter 300 Millionen Euro bedeuten könnte, das ist dann schon ein Batzen Geld, wenn sie sich nicht an die Zensurmaßnahmen halten. Das heißt, wir wollen die Desinformation bekämpfen, wie immer. Na, es ist natürlich nur fürs Gute und dementsprechend haben sie jetzt ein Regelwerk geschaffen, wo die EU-Kommission quasi das Monopol drauf hat mit den Faktencheckern, was ist Desinformation. Und wenn man sich das anguckt, das zieht einem die Schuhe aus. Ich habe mir in Vorbereitung dieser Sendung mal diesen Desinformationspakt angeschaut und das kann man fast nicht glauben. Man kann den Menschen wirklich nur sagen, schaut mal nach, lest euch das durch. Du hast Faktenchecker schon gesagt. Also da steht tatsächlich drin, dass die sogenannten Faktenchecker, wer das ist, das legt natürlich auch wieder die EU fest. Da kannst du jetzt nicht sagen, ab morgen ich bin Faktenchecker, sondern du musst dich da einer anerkannten Organisation anschließen. Die müssen dann bezahlt werden nach den Mindeststandards, die die vorgegeben haben, diese Gesetzesmacher, und diese Faktenchecker müssen Durchgriff erhalten auf die Konversationen auf diesen Plattformen. Das heißt, das ist alles nicht mehr freiwilliger Basis, sondern der Zensor sitzt dann mit im digitalen Raum. Ja, also das, was sie machen, sie bilden eine Art Kommission, wo auch die EU mit dabei ist, wo die Faktenchecker mit dabei ist, wo sie Leute in diesen Rat reinberufen, die einen Kodex schreiben, den sie immer fortschreiben, was ist denn jetzt Desinformation und was müssen die Plattformen machen, zu was sind sie verpflichtet, und das wird mit den Plattformen ausgetauscht und die Plattformen haben sich dann zu halten. Sonst wird es finanziell eng. Was ist denn Desinformation? Ich habe nachgeschaut, dieser Begriff ist ja schon lustig. Wenn man in die offizielle Propaganda schaut von Bundesregierung und der EU, steht tatsächlich drin, mit der Präsidentschaftskampagne Donald Trumps, es wird direkt Bezug genommen auf Donald Trump, kam ja der Begriff Fake News auf. Und eine EU-Kommission hat später beschlossen, den Begriff wollen wir nicht verwenden. Wir ersetzen Fake News mit Desinformation. Aber letztlich, korrigier mich bitte, meint man quasi das, was Donald Trump so sagt, das ist Desinformation? Nirgendwo habe ich wirklich eine Definition gefunden. Ja, das ist doch Absicht. Das ist ja genau das. Kennst du eine? Ich kenne eine, die Impfung schützt vor Ansteckung. ich kenne eine ganze Menge Desinformationen, aber letztendlich ist Desinformation genau deswegen so schwammig, dass man alles hineininterpretieren kann. Und was es letztendlich ist, das bestimmt die Kommission und das bestimmt dieser Rat, der sich gründen wird. Und die sagen, das ist Desinformation. Und das geht dann noch einen Schritt weiter. In der Bundestag haben wir das WHO-Gesetz beschlossen. Die WHO wird dann auch mitspielen und sagen, wir müssen hier die Gesundheit schützen. Und auch da gibt es die
Desinformation, da müssen wir die Leute schützen. Außerhalb dieses Pandemievertrages noch, also nochmal zur Frage, es geht um diesen DSA, um dieses neue Gesetz, was eben diese freiwillige Selbstverpflichtung dann Gesetz macht. Und die WHO, und die WHO spielt da ordentlich mit zum Schutz der Gesundheit. Und nachdem wir ja im Bundestag der WHO groß ins Licht gegeben haben, notfalls quasi die Weltregierung zu übernehmen, wenn wir wieder eine Pandemie haben, wird das sehr spannend werden. Das ist ja mega Wahnsinn. Da passt gut rein, was ein Anrufer vor der Sendung als Nachricht hinterließ. Wir hören uns mal an, was Thomas aus Magdeburg dazu zu sagen hatte. Und der stellt eine Frage, was denn daraus folgt. Bitte, hören sich das an, dann hören sich das mit uns an. Thomas aus Magdeburg. Meine Frage an Frau Gothard wäre, wie die Perspektive aussieht. Ich meine, zwar sind die digitalen Medien Chance und wir haben in den letzten 2 Jahren nicht so informiert worden, aber auch ein bisschen Fluch, weil sie ja so leicht kontrolliert werden können. Offen. Es ist nicht so, dass man die Flucht in die analoge Welt wieder antreten müsste. Tja, ein bisschen radikaler Vorschlag, nicht? Also Schluss mit dem ganzen digitalen Flucht in die analoge Welt. Aber steckt da nicht ein Kernwahrheit drin? Ein Recht auf Analoges, also ein Recht, sich rauszuziehen aus diesem analogen Überwachungsinstrumentarium? Du lächelst schon mit. Ja, also theoretisch ja. Praktisch, seien wir ehrlich, können wir das nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Also da muss man sich wirklich von der Welt isolieren und sagen, wir ziehen in irgendeinen Kaff, wir haben gar nichts mehr und gehen back to basics. Das wird in einer Welt von 2023, wo wir die KI haben, die immer schneller wird, die immer weiterentwickelt, das wird nicht funktionieren. Ich sehe das eher anders. Wir müssen digitale Möglichkeiten schaffen, wo der Staat einfach nicht mehr so viel Zugriff drauf hat. Also wenn ich sehe, dass er über Chatkontrolle spricht, dass er abhören möchte, dass er wissen möchte, was ich dir über WhatsApp schreibe oder sonst irgendetwas. Wenn er übrigens möchte, das weiß ich. Was er möchte. Ne? Naja, aber das mit der Chatkontrolle, wenn das so kommt, dann werden tatsächlich alle Nachrichten gescannt auf allen Messenger-Seiten. Sie möchten das auch auf Sprachnachrichten machen. Das ist das, was die EU durchdrücken möchte. Die Nancy Faeser, unsere tolle Innenministerin, steht da voll dahinter. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Aber dass die Lösung, die ich sehe, ist, das so weiterzuentwickeln, dass wir sagen Peer-to-Peer. Es geht von Handy zu Handy und der Staat hat gar keinen Zugriff mehr darauf. Naja, da fällt mir dann wieder ein, clientseitige Überwachung, um da wieder einen technischen Begriff reinzuschmeißen. Wir haben vor einigen Monaten schon gehört, Nancy Faeser möchte das. Es wird natürlich begründet mit dem ekligsten Verbrechen, das wir uns alle vorstellen können. Das hat mit Kinderpornografie, Kindesmissbrauch zu tun. Alle schreien zu Recht auf, das muss gestoppt werden. Ja. Und dieses fürchterliche Verbrechen soll der Grund sein, dass wir nun auf unseren eigenen Telefonen Spionagesoftware haben sollen, die mit einer KI dann angeblich völlig anonym unsere Bilder kontrolliert, unsere Textnachrichten kontrolliert, unsere Fotos oder irgendwelche Chatverläufe und Sprachnachrichten. Und wenn die dann meint, sie hat was Verdächtiges gefunden, dann kontaktiert die meinen Kommissar im Staatsschutz und sagt dem, der Brandenburg hat Kinderpornografie. Ja. Also es wird immer so begründet. Macht den Leuten Angst, gib ihnen einen Grund. Kinderpornografie findet keiner toll. Das war übrigens schon das Thema beim NetzDG. Da hat man mir vorgeworfen, sie sind gegen das NetzDG. Frau Kinder, Frau Guter, befürworten Sie Kinderpornografie. Von wem kam die Frage? Vom Herrn Sensburg von der CDU in der Phoenix-Runde. Und das sind dann so Methoden, um denen man die Kritiker wirklich mundtot macht. Das kann ja nicht sein. Und das ist immer solche Argumente, damit es schwierig wird, dagegen zu argumentieren. Ich glaube nicht, dass das in der Härte kommt, wie Sie es beschreiben, weil es dann doch noch Staaten gibt, die sagen, wir machen da nicht mit. Welche? Kroatien zum Beispiel ist ein Staat, der sagt. Ich hab gedacht Ungarn. Ungarn weiß ich ehrlich gar nicht gesagt. Es gibt einige Staaten, die sind, und die Deutschland wackelt hin und her. Eine Frau Faeser möchte das unbedingt, eine FDP tut noch so, als ob sie es nicht möchte. Wir zählen mal einen Countdown, wie lange sie braucht, um umzufallen, die FDP. Wo steht die AfD da? Schwierig zu sagen. Ich habe keinen Antrag gesehen von der AfD gegen die Chatkontrolle. Hätte ich erwartet. Ich hätte ihn gestellt, wenn ich ihn noch stellen könnte. Ich darf ja nicht als Fraktionslose. Das geht nicht. Das darf unter gar keinen Umständen kommen. Weder das Client-Side-Server noch die Chat-Kontrolle. Das Client-Side ist das, was wir gerade besprochen haben. Das ist das auf dem Handy. Genau. Die ich glaube, das kommt tatsächlich nicht. Die Chat-Kontrolle wird auf der einen oder anderen Weise wird sie kommen. Da ist dann die Schnüffelei auf der Plattform. Das heißt, da hat Facebook dann die Kontrollen durchlaufen. Die gibt es ja schon, machen wir uns nichts vor. Wer Google nutzt für seine Geschäftsmails, stellt fest, er fliegt nach Frankfurt und kriegt plötzlich Hotels. Aber das ist ja was anderes. Das ist die gleiche Technik. Ja, aber wir reden ja hier über Messenger-Server. Wir reden über WhatsApp, wir reden über Telegram, wir reden über Threema, die sie alle verpflichten wollen, das zu scannen. Ja. Ich weiß, dass Apple das macht, auf dem Handy, um zu gucken, schickst du irgendwelche Google nackten auch. Kinderbilder durch die Gegend. Das machen die schon, aber es ist für die Messengers noch nicht verpflichtend und die wehren sich mit Händen und Füßen. Ich bin gespannt, wie sie sowas bei Twitter durchsetzen wollen, wie sie sowas bei Telegram durchsetzen wollen. Ich glaube nicht, dass sie so erfolgreich sein werden, weil es
zum Glück Menschen gibt, die einen Rückgrat haben, die aufstehen und sagen, ich mache da nicht mit, aus, Punkt, Schluss. Nimmst du Elon Musk ab, dass er es ernst meint? Darüber wird wild diskutiert, ist der Mann ein Trojaner? Es wird bei jedem diskutiert, ob der nicht eigentlich für die Gegenseite arbeitet, das bringt jetzt wenig, aber was Elon Musk in letzter Zeit macht, wirkt eigentlich nicht schlecht. Ne? Stellt sich da klar dagegen, er hat jetzt ja auch eine YouTube-Konkurrenz aufgemacht und lässt ja zu, dass so Sendungen wie unsere da reingestreamt werden und kompletter sind. Meint er es ernst? Ja, ich gehe davon aus, er meint es ernst. Das Schöne ist, dass er so reich ist, dass die ihm gar nichts können. Das sind die von Google auch. Ja, aber er ist ein Einzelner und er macht das, was er möchte. Und er hat da keine Firma, auf die er Rücksicht nehmen möchte. Wenn er sagt, er kauft heute Twitter, dann kauft er Twitter. Und wenn er sagt, er macht irgendwas anders, dann macht er das. Und wenn ein Staat kommt und sagt, hier, wir sperren dich, dann sagt er, ich möchte keinen Krieg, aber wenn ihr ihn haben möchtet, dann bekommt er ihn. Und ich glaube, er sitzt am längeren Hebel in dem Fall. Ja, die Amerikaner nennen das, glaube ich, Fuck Off Money. Wenn man so viel Geld hat, dass es einem egal ist, was die anderen... Da ist Reichtum dann günstig. Ja. Ja. Gut, es bleibt doch abzuwarten. Er hat ja jetzt eine neue Chefin eingesetzt, eine CEO, die ja effektiv aus dem System kommt. Eine Frau, die Werbespezialistin ist, die immer die Werbung so oder die Firmen so gestreamlined hat, so angepasst hat, dass möglichst viele Werbetreibende dann da hinkommen. Das ist geschäftlich verständlich. Oder er will Geld verdienen mit Twitter. Und er hat ja hoch und heilig versprochen, dass die Dame aber nicht Hand ans Produkt legen darf und nicht an die Sicherheit. Ich habe so meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne die Dame nicht. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass er den Finger auf Twitter behalten möchte. Weil er sich ja so viel Ärger damit eingebrockt hat. Und dass er da jetzt einfach das abgibt und sagt, es ist in Ordnung und dann sollte jetzt anfangen, Zensur einzuführen und sich mit der EU zu einigen, das glaube ich nicht. Wie geht das weiter mit der EU? Die haben Twitter breitschultrig, kann man sagen, oder man kann auch sagen, etwas plump und derbe angehört. Na, dann wird der Vogel halt eingesperrt. Der französische Digitalkommissar, der ist ein Mann mit einem Vermögen im dreistelligen Millionenbereich, der als Telekom-Chef in Frankreich, ja, ich glaube, tausende Menschen entlassen hat, mit dem Spreitschwert ging der da durch, also bekannt als ein brutalster Gewalt- und Kapitalsanierer, der jetzt gesagt hat, dann drehen wir in den Hahn ab und legen sie an die Kette. Wer wird das gewinnen? Machen die das oder ist das Drohgebärde? Sie können es versuchen, es wird das nicht gelingen. Das, was wichtig ist, ist, die Leute aufzuklären, wie sie dann trotzdem auf Twitter zugreifen können. Ich habe das neulich mal auf Twitter gemacht und habe gesagt, wer kennt sich denn mit VPN-Servern aus? Und? Wenige. Das heißt, ich habe mal eine Anleitung gepostet, wie installierst du dir das, wie nutzt du das? Das heißt, wir müssen die Leute aufklären. Ich weiß von Pavel Durov von Telegram, die haben das ja genau das Gleiche versucht. Da hat er ja Putin, er hatte den Iran, er hatte alle möglichen Leute gegen sich, die ihn wirklich bekämpft haben. Und er hat gesagt, das interessiert mich nicht, ich ziehe mein Ding durch. Und er macht das bis heute. Und das wird auch, glaube ich, auch ein Elon Musk machen, weil er sich das die Freiheit nicht nehmen wird, lassen wird. Ich glaube, er steht tatsächlich für nicht nur Meinungsfreiheit, sondern für Free Speech, was ja sehr viel weiter geht als die Meinungsfreiheit in Deutschland. Ein Zeichen ist ja auch, dass offensichtlich YouTube ja jetzt auch ein bisschen schon zurückgerudert ist. Zumindest hat YouTube ja jetzt angekündigt, sie werden im kommenden Präsidentschaftswahlkampf nicht wieder wie im letzten sogenannte Desinformation zensieren. Das heißt, das haben sie schon ausgeklammert. Das war ja eigentlich der Anlass damals für diese Manipulation in den USA. Ja. Das ist ja schon eine entscheidende Nummer. Es ging auch hier in den Mainstream-Medien wieder unter. Weder die Tagesschau noch sonst wer hat es berichtet. Also man kann sagen, was man möchte in den USA im neuen Präsidentschaftswahlkampf. Da gibt es dann keine Desinformation. Ja. Glaubst du, dass das eine Zeitenwende ist oder mal wieder ein Schwenk ins Positive? Das glaube ich noch nicht. Also ich bin positiv überrascht, dass das angekündigt worden ist. Ich denke auch, es kommt ein bisschen drauf an, wer gewinnt denn den Präsidentschaftswahlkampf dann letztendlich. Haben wir dann, und wer gewinnt ihn? Ganz ehrlich, ich bin Team DeSantis. Ja. Ich finde Trump auch nicht schlecht. Ich finde ihn ein bisschen irre, aber er macht die Politik, die er sagt. Das ist mal ein Politiker, der wirklich das durchzieht und dann sind alle überrascht. Himmel, er macht es ja tatsächlich. Aber ich glaube, mit DeSantis würde Amerika besser fahren. Ich hoffe nicht, dass es der senile Biden nochmal wird. Da habe ich mir ja auch schon festgelegt und meine Neutralität aufgegeben, was das angeht. Aber meine Damen und Herren, bei der Gelegenheit, es scheint ein Thema zu sein, bei dem Sie zuhören, aber nicht anrufen wollen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, wenn Sie es doch tun. Die Nummer ist 030 für Berlin, 577 14 802. Aber ich nutze die Zeit auch sehr gerne, um dich dazu auszufragen. Du warst jetzt viele, viele Jahre für die AfD digitalpolitische Sprecherin. Mhm. Du hast Antrag nach Antrag rausgehauen und geschrieben. Ich habe viele davon selber gelesen. Ich selbst war Gründer einer digitalen Branchenorganisation im Gesundheitswesen. Deswegen hatten wir da auch frühzeitig Kontakt. Seit du weg bist, wer übernimmt das in der AfD? Wer macht jetzt digitale Oppositionspolitik im Bundestag? Ich habe eine Nachfolgerin, die das macht, die das übernommen hat. Aber ich weiß, dass das Thema Digitalisierung runtergefahren worden ist bei der AfD. Dass das nicht mehr die Rolle spielt, die es gespielt hat, als ich da war. Weil für mich, ich habe das Thema Digitalisierung genutzt, um das Thema Freiheit zu pushen. Das Thema Meinungsfreiheit, das Thema Redefreiheit, all das fängt
ist ein großes Thema im Internet, es ist ein großes Thema außerhalb, das Thema Uploadfilter. Das habe ich wirklich gepusht bis zum geht nicht mehr. Und das müsste man theoretisch auch weitermachen als eine Opposition, zu sagen, hier, das und das, Chatkontrolle droht. Wir haben den Digital Service Act, wir haben alles das, was kommt, Aufklärung der Bürger. Auch eben Anleitungen zu geben, zu sagen, wie umgehe ich denn das? Wie nutze ich einen VPN-Server? Wie nutze ich einen Peer-to-Peer-Chat, wo man dann nicht unbedingt eine Chatkontrolle machen kann? Was gibt es für Möglichkeiten? Also das sehe ich als Aufgabe, die unbedingt jemand übernehmen muss und da nach vorne treiben muss. Wenn man sich anschaut, was da an sogenannter Digitalpolitik ist in den Parteien, da stimme ich zu, du kandidierst jetzt nicht nochmal für den Bundestag, ich kann keine Wahlwerbung für dich machen, du bist in meiner Partei mehr, deswegen darf ich das offen sagen. Digitalpolitik heißt bei 99% der Parteien Erstellung oder Überführung von Formularen in PDFs. Das heißt, ja, solche Dinge. Das heißt, den elektronischen Ausweis beim Amt im Internet bestellen, also im Jahre 2023. An keiner Stelle ist Digitalpolitik mit Freiheitsrechten verknüpft. Das gibt es nicht. Selbst bei der FDP, wenn man da schaut, das ist eine Katastrophe. Man liest das, digitale Verwaltung wird da verlangt. Du feierst gerade noch, so viel Selbstbeweihräucherung soll dir durchgehen. Auf deiner Seite die Tatsache, dass du lange dafür gestritten hast, dass Huawei, der chinesische Mobilfunkhersteller, ausgeschlossen wird aus deutschen Netzaufbauten. Das haben die dann jetzt gemacht, nachdem du da Antrag über Antrag gestellt hast. Keiner sonst hat dagegen protestiert. Nein, ich glaube, es war vor 3 Jahren, als ich das erste Mal gesagt habe, das wird gefährlich. Ne? Also wenn die einen Killswitch einbauen, wenn die ein Update machen, die können uns ja bitte alles... Leute, das freundlicherweise, was ist ein Killswitch? Den schaltest du um und dann ist alles tot. Also ich kann dich abschalten. Genau. Ich kann die Krankenhäuser abschalten. Ich kann die Kraftwerke abschalten. Ich kann alles Mögliche abschalten. Ich kann uns komplett lahmlegen, wenn die im 5G-Netz sind und alles, was über das 5G-Netz läuft, können die dann abschalten. Ich meine, wir müssen da genau hingucken, wen lassen wir in unser 5G-Netz? Wieso machen wir das nicht mit den europäischen Anbietern, die wir haben? Wieso lassen wir ausländische Investoren hier tatsächlich agieren? Und gerade China, wo jede chinesische Firma der Kommunistischen Partei verpflichtet ist. Sie wollten es nicht hören, Sie haben es abgelehnt. Ich habe es immer gehört, guter Antrag, Frau Kota, falsche Partei. Und jetzt machen Sie es selber. Und ich habe den Staatssekretär da erinnert. Können Sie sich an die Anträge erinnern? Wir hätten 3 Jahre sparen können, wir hätten viel Geld sparen können. Jetzt müssen wir im Nachhinein gucken, was wir da wieder rausbauen. Also man hat, weil du in der falschen Partei bist, wollte man es nicht hören, hat sich das geändert, seit du nicht mehr in der falschen Partei bist? Jetzt bist du ja geheilt von der Krankheit. Jetzt als Fraktionslose darf ich keine Anträge mehr stellen. Ich darf jetzt aber Reden halten zu allen Themen, was ich sehr praktisch finde, dass ich nicht mehr nur Digitalthemen reden muss, sondern wirklich auch zum Thema Freiheit. Jetzt am Donnerstag habe ich wieder eine 2-Minuten-Rede, worauf ich mich wirklich freue. Und da kommt ab und zu mal tatsächlich positives Feedback. So, Frau Kutter, ich wollte immer sagen, Sie halten immer so gute Reden, was es vorher nie gegeben hat, was ich beschämend finde. Also mir ist es völlig egal, welche Partei da sitzt, wenn eine gute Rede gehalten wird, dann sage ich, es ist eine gute Rede und dann applaudiere ich. Und das habe ich auch immer so gehandhabt, während ich noch Fraktionsmitglied war. Auch die Grünen haben ab und zu mal einen ganz hellen Moment, einen kleinen, aber einen hellen Moment. Oh ja, ja, während der sogenannten Impfpflicht, ich immer wieder einbauen, da gibt tatsächlich eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, steht da auf, gegen den Protest ihrer Parteien, erklärt, dass diese Impfung in Anführungsstrichen nicht gegen den Willen der Bürger durchgedrückt wird. Dieter Bea Rösner. Es gibt so Menschen. Ja, gibt es. Und da kann man applaudieren und dann kann man sagen, gut gemacht. Und wenn ein guter Antrag gestellt wird, dann stimme ich dem Antrag zu, weil es geht nur gemeinsam für Deutschland. Und es geht nicht so, dass man sagt, ne, falsche Partei, machen wir nicht, die Idee ist gut. Wenn sie es wenigstens nachher klauen würden. Ich hatte das Thema auch mit dem Cell Broadcasting, das habe ich gefordert vor der Flutkatastrophe. Hilf uns nochmal, Cell Broadcasting. Cell Broadcasting ist das, was jetzt diese Nachrichten, die Alarm aufs Handy kommt, wo man, ohne SMS dieser durchdringende Ton plötzlich da gepusht wird. Da hat es neulich in Berlin, als in Neukölln eine Lagerhalle brannte, gab es einen Höchstalarm in ganz Berlin für manche Menschen. Da fragten sich dann die am anderen Stadtende, warum die Lagerhalle... Also es funktioniert noch nicht so ganz, aber technisch ist es da. Aber technisch ist es da. Die wollten es nicht haben. Sie haben es abgelehnt. Sie haben über 100 Tote bei der Flutkatastrophe in NRW gebraucht, bis sie es gebracht haben. Warum auch immer. Gut, auch noch ein Thema. Da haben Sie noch sehr viel mehr, glaube ich, vermutlich daneben gehauen, Viele Punkte noch, aber inzwischen haben offensichtlich auch viele Menschen sich Fragen gestellt da draußen. Wir haben Michael aus Bayern bei uns in der Leitung gefragt, ja, wie sieht es denn aus dann in der Zukunft? Wie geht's weiter? Guten Abend, Michael. Hallo. Meine Frage ist, oder beziehungsweise mein Statement dazu ist, dass das ja faktisch auch unsere Informationen unterbindet und wir dann auch faktisch keine Informationen mehr richtig verbreiten können, auch wenn es Wissenschaft oder sonst was ist. Das wird ja faktisch alles dann zu Fake News definiert werden, das wissen wir ja. Und dann ist das Nächste, wenn keine anderen Informationen mehr durchdringen, dann gilt halt wieder die alte psychologische Regel, dass alles, was ewig wiederholt wird, dann auch irgendwann zur Wahrheit wird.
Und das ist ein Riesenproblem. Und heute ist ja die Datenmenge null Problem mit KIs, alles zu überwachen. Mhm. Und das wird sehr schwierig, wenn man das nicht verhindert, dass man das wieder wegkriegt. Also ich wüsste jetzt da keinen Weg mehr, wenn das durchgeht und sie das etabliert, die Informationen kontrolliert werden, wie man da noch einen Widerstand organisieren sollte, außer extrem analog. Michael, würden Sie sagen, dass das in den letzten 3 Jahren, also ich würde sagen, dass das in den letzten 3 Jahren doch passiert ist, oder? In Corona hatten wir doch genau das. Es gab die offizielle Wahrheit und alles, was dagegen gesagt wurde, wurde wegzensiert, weil es Falschinformation war, oder? Ja, in den offiziellen Medien, aber wir wissen ja, dass die alternativen Medien, die ganzen Telegram-Kanäle und die ganzen Sachen doch ziemlich viel Verbreitung mittlerweile haben. Ah, und da meinen Sie, die werden dann ziemliche Macht ist. Okay. Und wenn das auch noch weg ist, dann wird es echt schwierig. Ja, wichtiger Punkt. Also geht es den alternativen Medien an den Kragen nach Ihrer Befürchtung? Logischerweise sind ja auch in dem Sinn soziale Medien, und ich nehme an, dass das Nächste ist dann am Ende des Tages. Selbst die offiziellen Sachen, dass die massiv angegangen werden. Ja, aus meiner Sicht plausible Befürchtung, Joanna, würde ich sagen, oder? Also wir erleben ja jetzt schon, dass nach meiner Wahrnehmung und nach dem von Kollegen aus den freien Medien, dass die etwas feiner sogar zielen. Bisher lief die Zensur über YouTube. Man hat dem Brandenburg den YouTube-Kanal dicht gemacht oder dem Ken Jebsen, der ist ja auch ein ganz schlimmer. Es wird jetzt feiner. Man hat das Gefühl, die reden im Hintergrund über individuelle Kennzeichnung im Netz. Das kann ja nur dann darauf hinauslaufen, dass man einer Einzelperson, so wie mir als Anbieter, wirklich die einzelnen Sites zumacht. Und auch sagt, nee, dein Server wird auch blockiert. Du darfst gar keinen eigenen Webserver mehr betreiben. Dein Telegram-Kanal wird angegangen. Teilst du die Befürchtung, dass das so individuell abgeschaltet werden kann, nicht nur auf der Plattform? Ich teile die Befürchtung. Ich bin aber so ehrlich, dass ich denke, wir sind in die Politik und Digitalisierung, das funktioniert sowas von vorne und hinten nicht. Wenn man so an die Einzelnen greifen möchte, dann müssten die das ja richtig organisieren. Da müsste das funktionieren. Ich glaube nicht, dass es in nächster Zeit so weit kommen wird. Ich glaube, dass die Überwachung allgemein zunehmen wird, definitiv, dass man die Einzelnen angeht, wird schwieriger. Wir haben tatsächlich noch sowas wie ein Gesetz und die Gerichte. Und ab und zu gewinnt auch mal einer und sagt, gerade Jan Steinhöfel, wenn du den Steinhöfel anguckst, der für die Meinungsfreiheit kämpft mit seinem Verein, der gewinnt sehr oft, gerade gegen Facebook, gegen die Großen. Die entblöden sich nicht, mit solchen Ordnern zu kommen und irgendwas zu begründen, was völlig absurd ist, und der gewinnt dann trotzdem. Ich glaube aber, was das braucht, sind dann tatsächlich Menschen mit Rückgrat, eben wie ein Elon Musk, wie ein Pavel Durov, die gesagt haben, nein, du kannst, und Pavel Durov wurde mit dem Tod bedroht in Russland. Der hat ja dann irgendeine andere Staatsbürgerschaft in der Karibik angenommen. Der ist ja immer nur von einem Land zum anderen, damit man ihn nicht erwischt, damit sie ihn nicht umbringen. Und er knickt trotzdem nicht ein. Er bleibt trotzdem standhaft. Und wenn wir solche Menschen haben, und ich glaube, solche Menschen wird es immer geben, die sich das nicht gefallen lassen. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ändert sich was. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Aber das will ich gleich tun. Ich habe das Gefühl, durch die irre Ampelpolitik, die wir im Moment haben, wacht der eine oder andere mehr auf. Wenn ich sehe, dass in Bayern eine Monika Gruber zu einer Demo aufrufen kann und da kommen 10.000 Leute. Oder im Norden eine Demo mit 5.000 Leuten plötzlich auftaucht. Die Leute werden feinfühliger, und in der Corona-Zeit wurden plötzlich Leute, die eigentlich links stehen, in die rechte Schwurbeleckle geschoben, die dann gemerkt haben, hier stimmt irgendetwas nicht. Und das macht mir ein bisschen Mut zu sehen, es bewegt sich was in der Gesellschaft. Es kann nur aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Es können die Politiker nicht alleine. Es muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Das ist ein Aufruf an die Zuschauer. Sagt das Wort aus. Erzählt das weiter. Sagt den Leuten, sie müssen laut werden. Ich weiß, dass viele Leute Angst haben, dass das Konsequenzen hat, wenn sie ihre Meinung sagen. Aber wenn wir alle still sind, ändert sich nichts. Stimme ich völlig zu. Ganz laut werden. Stimme ich völlig zu. Aber bin tatsächlich pessimistischer, was deine Prognose angeht. Also dein Wort in Gottes Gehörgang. Aber es ist ja eine Frage aus meiner Sicht, was ist schneller? Die Überwachungsmaßnahmen, dieser ständige Zugriff auf die Privatheit und diese Mittel, oder der Frust und vor allem die konstruktiven Gegenvorschläge, die wir dagegen entwickeln. Das ist eine Art Wettrennen. Wer schafft es, schneller mehr Menschen mitzunehmen und zu begeistern? Im Oktober
soll digitales Bargeld kommen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich denke, es zu ahnen. Also wir haben da, glaube ich, lange nicht drüber gesprochen. Heißt aber ganz konkret, du korrigierst mich, weil du kennst dich technisch besser aus, das ist keine Kryptowährung, so wie wir sie kennen. Das hat nichts mit Bitcoin zu tun, das hat nichts mit freien Währungen zu tun. Das heißt, das letztlich, genau, dein Konto wird dann bei der Zentralbank geführt. Mhm. Und die Zentralbank, also die politische Bank, entscheidet, ob du 100 Euro abheben darfst, ob du 100 Euro an mich überweisen darfst oder auch nur 1 Euro oder ob du dir eine Zeitung kaufen darfst oder bei Amazon was bestellst. Also die totale Kontrolle, ja, über dein Geld. Genau so wird es. Ob es im Herbst kommt, das bezweifle ich. Soweit sind sie noch nicht. Aber das ist der Plan von der EZB und von allen, die sagen, wir machen den digitalen Euro. Es ist die totale Überwachung, weil sie gemerkt haben, tatsächlich, es kommen die Kryptowährungen auf. Wir haben es gesehen mit den kanadischen Truckern, die dann nichts mehr, kein Geld mehr hatten und nichts überwiesen bekommen haben. Das waren die Corona-Proteste zu den Hochzeiten. Die genau, als die Impfpflicht für die Lastwagenfahrer kommen sollten und die gesagt haben, wir belagern hier alles, wir lassen das mit uns machen. Da haben die plötzlich Bitcoins bekommen, da haben die plötzlich Geld über diese Netzwerke bekommen und dann ist Kanada hingegangen und hat gesagt, wir gucken uns das mal an und wer da geschickt hat, den bestrafen wir. Die merken, es ist eine Gefahr. Dass es da eine freie Währung wie Bitcoin zum Beispiel gibt, die unabhängig ist, die man nicht kontrollieren kann. Und da müssen wir was dagegen setzen. Und da die Bevölkerung sich damit nicht beschäftigt, weiß sie nicht, was für Möglichkeiten man hat. Und dann hört sie den digitalen Euro und denkt sich vielleicht, naja, das ist wie mit der EC-Karte bezahlen, das ist ja dann kein Unterschied. Ich habe ja sowieso kaum noch Bargeld mit, dann macht das keinen Unterschied. Die können dir das Konto mit einem Knopfdruck wegmachen. Die können, wenn wir sagen, wir machen einen Lockdown und du hast gefälligst zu Hause zu bleiben und du bewegst dich aus einem gewissen Radius raus, dass deine Karte dann nicht mehr funktioniert. Das ist die absolute totale Kontrolle, wenn sie denn kommen und deswegen darf das unter gar keinen Umständen kommen. Wie ist denn deine politische Prognose? Wer engagiert sich jetzt dagegen? Du hast gesagt, die AfD, für die ist es unsexy. Das Thema haben die nicht weiter besetzt, die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Gut, FDP, Grüne, SPD, CDU sind ja alle mit dabei. Fehlanzeige. Wo ist eine reale politische Möglichkeit, sich dagegen zu engagieren? Petitionen, Eingaben, was tun? Petition ist eine Möglichkeit, aber ich glaube tatsächlich, dass die Bevölkerung laut werden müssen, dass die Menschen laut werden. Wir haben das geschafft beim Thema Uploadfilter. Da sind die Jugendlichen auf die Straße gegangen. Da haben junge Leute erkannt, die machen uns das Internet kaputt. Und da gab es Demonstrationen und dann haben die Politiker am Anfang nicht drauf gehört. Dann haben sie angefangen, ein bisschen zurückzurudern. Aber wenn genug Menschen aufstehen und sagen, wir wollen diese totale Kontrolle nicht, wir wollen vor allen Dingen auch das Bargeld gehalten. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Das ist einfach so. Das ist wichtig. Eine politische Kraft gibt es nicht. Die FDP, die generiert sich immer so als immer noch die Freiheitspartei und dann sehe ich, sie haben eine Gesprächsrunde, wo sie statt über Bitcoin über den digitalen Euro sprechen mit einem Frank Schäffler, der sich hinstellt und sagt, er ist der Freiheitsverteidiger. Absurd. Und einem gesundheitspolitischen Sprecher, der die Impfpflicht, die sogenannte, verteidigt hat, obwohl der Mann Facharzt für innere Medizin ist. Also bei der Partei, don't get me started. Gut, das Kabinett, das ist ein Horrorkabinett. Aber es ist ein anderes Thema. Wir haben inzwischen einen anderen Hörer im Kanal, im Ohr. Marco ruft an und sagt, oder hat schon vor einer Weile angerufen, wie ist das mit dieser clientseitigen Kontrolle? Da sehen Sie Probleme, Marco. Ist das richtig? Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich sehe das Problem darin, wir werden ja, der vorrangige Grund ist ja, Kinderpornografie einzuschränken oder frühzeitig zu erkennen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, in Europa werden alle Menschen in erster Linie mal unter Generalverdacht gestellt. So sehe ich das. Das müsste aber dann auch bedeuten, ich müsste jeden Menschen eine Fußfessel ansetzen, weil er könnte ja eine Bank, einen Supermarkt oder an einer verbotenen Demo teilnehmen, wenn er sich irgendeinem Standort nähert, geht die Fußfessel in Alarm. Und das ist für mich der Punkt, an dem man ansetzen muss. Ich kann nicht alle Menschen unter Generalverdacht stellen. Verbrechen gab es schon immer. Und das hier ist ja alles nur fadenscheinig für mich. Für mich ist es ja nur fadenscheinig. Es geht hier um die totale Kontrolle über uns. Und wir sollen nirgends mehr Protest ausüben können, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und da sehe ich das große Problem. Und jetzt in Corona wurde es ja uns richtig vor Augen geführt, was passiert, wenn man sich wehrt. Ja. Und ich glaube, es kommt die nächste Krise, kommt, ob Corona 2 oder wie auch immer. Und das sind die Vorbereitungen dafür, für nichts anderes. Das ist meine persönliche Meinung. Um uns völlig einzuschränken in unserer Freiheit und vor allem in der Meinungsfreiheit. Und das Internet ist nun mal noch zum Teil ein rechtsfreier Raum. Und die Staaten wissen es. Finden Sie? Und jetzt wird dagegen vorgegangen. Ja. Finden Sie? Ja, zum Teil.
Entschuldigung, es entfuhr mir so mit dem Finden Sie. Das artikuliere ich gern gleich nochmal ausführlich. Aber Sie werden jetzt sehr grundsätzlich und das finde ich sehr wichtig. Was glauben Sie denn, Marco, war es die Technik, die diese Art von Menschenbild oder dieses Behandeln der Menschen erst möglich macht? Oder liegt da ganz tief drin ein falsches Menschenbild eigentlich, was dann dazu führt, dass die Technik in dieser Weise eingesetzt wird? Ja, es ist das Internet war Fluch und Segen zugleich. Und Moritz, ich glaube, Moritz Bleibtreu hat mal gesagt, er wurde gefragt, wenn er etwas verbieten könnte im Nachhinein oder nicht oder abschaffen könnte, meinte er, es ist das Internet. Es hat uns Menschen nämlich grundlegend verändert. Stimmen Sie dazu? Ganz gewaltig. Ja, ich stimme Ihnen zu, definitiv. Es hat Vorteile, wird vieles publik, also es wird global, wird viel mehr offenbart. Das ist der Vorteil. Die Großen können nicht mehr alles verschleiern. Zumindest was das Globale anbelangt. Und das ist der Vorteil. Es wird vieles offenbart, es wird vieles gezeigt, was schiefläuft, ob das jetzt die Eliten sind oder Regierungen. Das ist der Vorteil. Aber jetzt sind wir genau an diesem Punkt beim Internet angelangt und bei der Digitalisierung. Wir sind völlig überwachbar. Ja. Und wie Ihre Kollegin meinte, der digitale Euro, wenn kommt, das ist ja keine EC-Karte. Das ist nichts anderes als eine Wallet. Die haben uns in dem Augenblick voll am Kragen. Ja. Wenn wieder eine Corona-Krise kommt oder das nächste wird eine Klimadiktatur sein und du gehst auf eine Demo dagegen, dann sperren die dein Konto. Dann kannst du noch Essen und Trinken kaufen. Und ich sehe hier wirklich das Analoge, das der Vorredner oder der vor der Sendung angerufen. Genau, ich sehe es, wir müssen wieder zurück zu analogen Wegen. Okay. Aber Thomas, da würde ich jetzt einhaken, sagen, gut, fair enough, das ist Ihre Sicht der Dinge. Das ist jetzt immer die Frage, was löst was aus? Ja, ist es die böse Technik, die den Menschen macht? Ich bin Sportschütze, ich bin Jäger, in Deutschland nicht mehr. Ich bin ja ein Staatsgefährder, hat mir mitgeteilt, mal die Waffen weggenommen. Ich sage aber immer deswegen der Vergleich, es ist nicht die Waffe, die tötet, es ist der Mensch. So sehe ich das. Ja. Deswegen die Frage jetzt, wir müssen das diskutieren. Joanna, an dich. Ist es die Technik, die die Versuchung herstellt und die den Menschen böse macht? Oder ist es der falsche Mensch, der die Technik in der Weise verwendet, wofür sie nicht gedacht ist? Es ist letztlich wie eine Waffe jetzt. So verstehe ich gerade Marco. Die sagt, das holt das Schlechte im Menschen raus. Die Technik ist weder gut noch böse. Es ist je nachdem, wer die Hand drauf hat, wer das tatsächlich bestimmen kann und regulieren kann, der kann das. Ich habe immer gesagt, Digitalisierung tatsächlich ist auch gefährlich. Man stellt sich mal vor, einen Stalin, einen Hitler, einen Mao mit den technischen Möglichkeiten von heute. Da wird es einem ganz anders. Das heißt, wenn wir eine falsche Regierung haben und wir installieren jetzt diese Infrastruktur der totalen Überwachung und diese Regierung mag schon schlimm sein, aber es kann sehr viel schlimmer kommen, dann sind wir ihr ausgeliefert. Auf der anderen Seite muss man aber bitte sehen, das Internet hat es möglich gemacht, dass wir jetzt hier sitzen. Das Internet hat es möglich gemacht, dass die Diskurshoheit von den öffentlich-rechtlichen Medien und von den Zeitungen, die wir hatten, ins Internet gewandert ist. Deswegen bekämpfen die dieses freie Internet ja so. Weil früher war es so, die Politiker konnten bei der Tagesschau auftreten und dann wurde das maximal ein Leserbrief an die Medien und an die Zeitungen, das vielleicht abgedruckt worden ist oder nicht. Jetzt trifft man sich im Internet, jetzt entdeckt man neue Parteien, jetzt entdeckt man neue Nachrichtensender, man kriegt unabhängige Informationen, man kriegt Informationen aus dem Ausland, man kann eine NZZ lesen online, wenn man das möchte. Unglaubliche Chancen und deswegen sind die Politiker so in Panik, weil die gesehen haben, da kommt eine Gefahr. Ohne das Facebook wäre die AfD nicht im Deutschen Bundestag. Fakt. Weil schreien jetzt viele auf und sagen, ja, schön wäre es gewesen, die AfD im Bundestag gefällt manchen nicht. Natürlich nicht, aber das ist eine Oppositionspartei, auch wenn ich da ausgetreten bin, die es nur dadurch geschafft hat, in den Bundestag zu kommen, weil die Medien sie komplett boykottiert haben. Also das Internet ist eine Riesenchance, wenn man es richtig nutzt. Man muss halt nur darauf achten, dass Regierungen das nicht ausnutzen. Also Marco, es bleibt irgendwo eine philosophische Frage, oder? Es ist immer die Frage, wie man die Technik nutzt. Ich würde da ja zustimmen, oder ich würde Sie sogar fragen, hat es aus Ihrer Sicht je in der Geschichte der Menschheit funktioniert, eine Technik quasi zu verbieten oder ungeschehen zu machen, die Entdeckung? Nein, definitiv nicht. Ich würde sagen, jede Technik hat seine Vor- und Nachteile. Es kommt immer darauf an, wer sie nutzt. Ich gebe Ihnen da voll und ganz recht. Es kommt immer darauf an, was man damit bezwecken möchte. Und es hat schon auch, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, der Vorteil ist, es kann nicht mehr alles unter einen Teppich gekehrt werden, denn die alternativen Medien decken sehr viel auf. Sie sich ist Einblick mit den Wahlen in Berlin. Also da ist schon definitiv Potenzial für freie Medien da. Ich sehe aber, die am längeren Hebel sitzen, die missbrauchen es. Ist nicht die Technik. Es ist halt immer so, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, so ungefähr. Sind Sie mache ich jetzt das oder
ich weiß nicht, ich bin irgendwie zwiegespalten. Ich nutze es gerne, ich nutze es auch intensiv, aber ich bin mittlerweile schon an dem Punkt angelangt zu überlegen, was schreibe ich? Was gebe ich meinem Gegenüber noch preis? Übers Handy oder über den Computer? Wenn ich jetzt sage, gewisse Dinge, die gebe ich halt einfach nicht mehr über digitale Medien preis, sondern ich sage sie ihm persönlich. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nicht regelkonform ist oder das vielleicht illegal ist, aber es ist vielleicht schon ein bisschen hier spielt. Ich bin ja auch nicht geimpft und ich habe wirklich sehr starke Repressalien erleiden müssen durch meinen Arbeitgeber. Und von daher bin ich wirklich sehr vorsichtig geworden. Das kann ich sehr gut verstehen. Das müssen wir auch sein. Definitiv so. Das müssen wir auch sein. Hellhörig sein und genau hinhören und genau hingucken, weil das meiste, was auf EU-Ebene passiert, das sieht man in Deutschland nicht, weil die Medien auch nicht darüber berichten, weil das auch teilweise so kompliziert geschrieben ist, bewusst so kompliziert geschrieben, damit es niemand versteht. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann verstecken sie irgendeine Schweinerei in einem anderen Gesetz, was damit gar nichts zu tun hat, und dann wird über das andere Gesetz berichtet und schwupps haben wir dann plötzlich den Staatstrojaner beschlossen in einem Gesetz, was eigentlich zum Verbot oder zum Einzug vom Führerschein war. Das sind die Tricks. Und was auf Deutschland-Ebene nicht funktioniert, das heben die dann auf EU-Ebene, weil in Deutschland der Protest zu groß ist. Und dann sagen sie, na, aber jetzt hat es die EU beschlossen. Jetzt waschen wir uns ja in den Unschall. Wir können gar nichts dafür. Ja. Wir müssen das jetzt umsetzen, liebe deutsche Bürger. Aber wir haben das nicht beschlossen. Ja, dann habe ich bei dem WHO-Gesetz, noch ganz kurz dieses WHO-Gesetz, das sieht, weil sie ja im Pandemiefall die Kontrolle über alle Länder erreichen können. Der Pandemievertrag der Abstimmung, genau, der stand ja schon mal an. Und damals ist er ja anhand der, oder ich glaube, waren die afrikanischen Staaten, die ihn abgelehnt haben damals. Da ist er ja schon nicht durchgegangen. Die Hoffnung, die jetzt darauf liegt, dass die Afrikaner wieder ablehnen. Nur habe ich dieses Mal die Befürchtung, es ist so viel Geld geflossen, dass sie eben zustimmen werden. Also da habe ich jetzt, das ist genau dieser Punkt, wo wir wieder sind. Du kannst dein Gegenüber immer kaufen. Ja. Und hier habe ich ein bisschen Angst. Das ist sicherlich berechtigt. Hier steht Markuscher Pessimismus gegen Kotarschen Optimismus. Ich hoffe am Ende, Marco, sehen Sie es mir nicht übel, dass der Kotarsche Optimismus sich durchsetzt, aber ein wenig neige ich Ihrer Ansicht zu, muss ich zugeben. Ich hoffe es. Ich wünsche einen schönen Abend noch und danke für... Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Tja, am Ende, du sagst, es kommt immer wieder drauf zurück. Du sagst immer wieder, man muss sich halt wehren, man muss aufstehen. Die Frage ist ja, wie viel Schikane kann man ab? Ja, wie viel, wo ist für jeden Einzelnen der Punkt, sich zu wehren? Du hast ja einen gewissen Schutz als Mitglied des Bundestages. Du darfst dich wehren. Dich kann man nicht einfach durchsuchen, erstürmen oder Sonstiges mit dir machen. Viele Menschen, nicht nur ich, mussten aber genau das mitmachen, weil sie so etwas über digitale Medien sind. Also deswegen, Frage am Ende, wird es auf so einen Konflikt hinauslaufen? Siehst du noch eine Chance, dass das ohne derartige Repressalien, ohne wirklich diesen physischen Kampf, ich rede nicht vom Angriff, ich rede nicht von Attacken, ich rede nicht von gewaltsamem Protest, aber ohne diese physischen Repressalien ausgehen kann, oder ist der Punkt schon überschritten? Ich habe tatsächlich, was das angeht, ein bisschen Angst, weil ich komme aus Rumänien, ich bin das gewöhnt, die Dauerüberwachung der Familie, die Wanzen, die überall waren, die hatten damals die technischen Möglichkeiten nicht, aber diese Verhöre, die man einfach, man hat meine Mutter abgeholt, 12 Stunden lang im Keller eingesperrt und verhört, weil die Englisch an der Uni unterrichtet hat in Rumänien. Was war der Vorwurf? Naja, Englisch, man könnte ja mit den Amerikanern kooperiert haben, im kommunistischen Rumänien, das ist, und dann hat man ja gesagt, man lässt sie im Keller verrotten. Und wenn ich sehe, und deswegen setze ich mich so vehement für diesen Freiheitsgedanken ein, in welche Richtung Deutschland schlittert, dass man eben Leute, dass man ihnen den bewaffneten SEK auf den Hals setzt, wenn die einen beleidigenden Kommentar im Internet schreiben, wenn sie sich gar nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern nur sagen, hallo, die Impfung, die wirkt vielleicht nicht so, wie ihr denkt. Das macht mir Angst. Das macht mir tatsächlich Angst und ich weiß nicht, wie wir das stoppen können, wenn dann nicht ganz viele aufstehen und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Ich glaube, die aktuellen Umfragen, die geben der einen oder anderen Partei schon zu denken. Und 19,5% für die AfD und 60% sagen, wir wollen die AfD gar nicht wählen, aber wir wollen das nicht mehr. Und das müsste den Leuten wirklich zu denken geben. Und wenn das mehr machen und sagen, wir machen da nicht mehr mit und wir suchen uns eine politische Alternative, wie die auch immer aussieht, wir werden selber aktiv. Und ich bin noch geschützt, 2 Jahre, danach bin ich nicht mehr geschützt. Mein Vater saß als politischer Häftling im Knast, der hat die Klappe nicht gehalten. Meine Mutter hat die Klappe nicht gehalten. Ich werde die Klappe auch nicht halten, weil es braucht Menschen, die aufstehen. Es braucht auch Menschen wie dich, die dann trotzdem hier sitzen, obwohl sie das durchgemacht haben.
Wir können ja jetzt dann dank Gender-Auswahlverfahren vielleicht auch in den gleichen Knast. Wir müssen uns dann nur absprechen, was du dann bist und was ich bin. Vielleicht haben wir dann eine Chance, dass wir gemeinsam essen können. Also ich habe meinem Vater gesagt, du von der Securitat überwacht, ihm vom Wasserforschungsschutz, ich setze die Familientradition fort. Wir fangen es auch mal an, es ist ein Unterschied noch, das muss man auch mal ganz klar sagen, bei aller dramatischen Lage in Deutschland, diese Grausamkeiten der Mörderbande Securitate sind noch eine andere Liga natürlich, als das, was wir jetzt in Deutschland haben. Aber ich kann dir sagen, dass alle die aus diesen Systemen kommen, die diese Erfahrung haben, und deswegen haben wir im Osten ein ganz anderes Bild als im Westen, weil die sich die Freiheit wiedererkämpft haben, weil die sich daran erinnert fühlen. Ich möchte nicht sagen, dass wir die Zustände in Rumänien jetzt hier haben. Ich habe meinerseits nochmal eingefügt, weil ja immer vorgeworfen wird, dass das Ganze gleichgesetzt wird. Wir setzen überhaupt das nicht gleich, vergleichen diese beiden. Und wir sagen, man kriegt Gänsehaut, wenn man sieht, dass sowas möglich ist, was ich nie gedacht hätte. Ich hätte nie gedacht, dass im Jahr 2023 70% der Deutschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Dass man Hausdurchsuchungen bekommt, wenn man eine andere Meinung hat, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und deswegen mache ich mir Sorgen, was in Zukunft tatsächlich passiert. Und das mit Recht. Du hast es jetzt gerade selber schon angesprochen, 19,5% für die AfD. Und man ist geneigt, oder ich bin zumindest geneigt, nach den Zahlen der letzten 3 Jahre zu vermuten, dass es noch etwas besser sein könnte. Standardeinwand jedes Politanalysten, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Mhm. Das ist so, wer weiß, was das heißt. Aber du bist ja ausgetreten aus der AfD. Du hast das auch erklärt, warum du es bist. Wir wärmen das nicht nochmal auf. Aber die Frage jetzt an dich, was denn dann? Welche Partei soll es denn dann sein? Wie kann man denn dann weitermachen? Was ist denn dann die Alternative? Ich schätze mal, die Basis wird es nicht sein. Das wird dann nicht das Lager sein, dem du zustrebst. Wie ist die Zukunft der Joanna Kutte? Das geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam mit den Leuten, die Freiheit tatsächlich am Herzen liegen. Das geht nur gemeinsam mit, es gibt ganz viele Vereine, kleine Parteien in Deutschland, die alle das Richtige wollen. Die alle, sei es das Bündnis Deutschland, mit dem ich zum Beispiel sympathisiere, sei es die Werteunion, sei es die Atlas-Initiative vom Krall. Es gibt lauter kleine Vereine, die machen und tun und alle wollen das Richtige. Und es geht letztendlich nur zusammen. Man muss die Kräfte zusammen bündeln und gucken, ob man daraus was machen kann. Und wenn das möglich ist und jeder sein Ego mal hinten anstellt, Politiker haben immer große Egos. Wen meinst du da konkret? Das werde ich jetzt nicht sagen. Es gibt, ich kenne sehr wenige Politiker ohne großes Ego. Okay. Hast du eins? Nicht ganz so wie der eine oder andere männliche Kollegen, den ich kenne. Oh, es kommt auch noch dazu. Okay. Nein, aber das ist tatsächlich der Punkt. Es geht nur gemeinsam und im Moment laufen Gespräche im Hintergrund mit einigen Leuten, um zu gucken, ob man tatsächlich was machen kann. Aber die laufen doch schon lange, oder? Das sagen doch viele Menschen. Mein Gott, ständig wird geredet. Das tun die ja in Berlin. Ich habe die Schnauze voll von Reden. Das habe ich einigen Kollegen auch gerade ein paar letzten Wochen gesagt. Pässe auf die Straße. Und wann? Kommt. Sarah Wagenknecht und Joanna Cotard gehen zusammen auf die Straße und bilden die große Querfront. Exklusiv jetzt bei uns. Du wirst lachen. Ich meine, Sarah Wagenknecht und ich könnten politisch nicht weiter auseinander liegen. Ja, sie kommt eher aus der marxistischen Ecke, ich komme aus der libertären Ecke. Aber ich glaube, wir beide sind uns komplett einig, dass wir Kernprobleme in Deutschland haben. Dass das Grundgesetz nicht mehr geachtet wird, die Meinungsfreiheit, die Freiheit an sich. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Und wenn wir da schon mal sagen könnten, man geht politisch ganz anders mit dem politischen Gegner um. Es gibt 2 Entwürfe auf dem Tisch, mehr Staat, weniger Staat. Die Bürger können das Angebot annehmen. Aber wir gehen fair miteinander um, wir gehen auf Augenhöhe, wir gucken, was ist das Beste fürs Land. Und wenn die Wagenknecht einen guten Vorschlag macht, bin ich die Letzte, die sagt, machen wir nicht. Ja. Wie würdest du das Potenzial einschätzen für Kooperation, was dieses Thema digital angeht? Da sind wir ja heute Abend. Kritik an Überwachung, an Staatlichkeit ist klassisch rechts. Du bist eine böse Rechte, du hast natürlich was gegen den starken Staat oder gegen den überwachenden Staat. Die Linken sehen das ja anders, wenn es ihren Zwecken dient, klassischerweise. Sage jetzt nicht ich, sondern das sagt so die Historie. Siehst du auf der politisch linken Seite, und ich meine jetzt nicht die parlamentarische, sondern die vielleicht Kooperationsinteresse, siehst du da ein Problembewusstsein? Also kennst du da linke Kollegen, die sagen, ja, das geht zu weit, da muss man gegen an gehen, das ist unfrei? Oder ist das Thema Digitalzensur da immer noch krass? Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich gibt es linke Kollegen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, was die Europäische Union vorhat. Die das sehr wohl erkannt haben, wie gefährlich das ist. Die gibt es in allen Parteien. Leider wird den Digitalpolitikern in fast allen Parteien nicht zugehört. Weil das immer noch in Deutschland ein Nischenthema ist, anstatt zu sagen, das ist einer der Hauptthemen, die wir haben. Und wenn wir die Digitalisierung nicht gestalten, dann macht das die Digitalisierung, dann machen das andere Länder für uns. Und dann müssen wir uns einfach anpassen. Und ich möchte zum Schluss keine chinesischen Verhältnisse haben, die haben mit Social Scoring und allem.
Und dementsprechend müssen wir das aktiv gestalten. Haben wir ja schon. Es gibt ja schon diese CO2-Kreditkarten, die dir dann auf deinem Kreditkartenstatement erklären, wie viel CO2 du jetzt angeblich erzeugt hast mit dem Unterhosenkauf bei Amazon. Das ist eine Form von Social Scoring. Da wird ja dann schon bewertet, wie du dich verhältst. Das ist ja im Prinzip schon da. Ja, gut, aber das ist noch nicht, der Staat reagiert. So nach dem Motto, wenn du einen gewissen Punktsatz angehäuft hast, den du nicht hättest anhäufen sollen, dann kannst du halt keinen Kredit mehr aufnehmen. Oder du darfst nicht mehr in Urlaub fahren. Oder die chinesischen Kinder, die in den Schulen komplett videoüberwacht sind. Guckt das Kind auf, guckt das Kind runter, gähnt das Kind. Das sind so Überwachungsmethoden, da wollen wir nicht hin. Und deswegen müssen wir wirklich eine eigenständige, eine souveräne Digitalpolitik in Deutschland und in Europa machen, damit wir was dagegen setzen können. Du hast gesagt, Digitalpolitik reißt niemand vom Hocker, interessiert ihn nicht. Aber ich würde noch weitergehen. Wen interessiert denn Freiheit in diesem Land? Niemand mehr. War das früher anders? Ja. Also ich weiß nicht, ich kann mich an die Rede von Westerwelle erinnern zum Thema Freiheit. Wer die noch nicht gesehen hat, ich empfehle die jedem, 15 Minuten oder so. Du kriegst Gänsehaut, wenn du das hörst. Das ist das mit scheibchenweise Sterben. Ja, die Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Die Rede einmal anhören, man kriegt Gänsehaut. So eine Rede würde man im Bundestag nie wieder hören von der FDP. Das war mal anders. Und unter anderem die Corona-Krise hat dazu geführt, dass Freiheit banal ist, dass Freiheit egoistisch ist, dass Freiheit überbewertet ist. All das, was wir gehört haben. Selbstsüchtig, ja. Selbstsüchtig, genau. Und ich habe das Gefühl, die Freiheit wird in Deutschland derart mit Füßen getreten, wie die das schon Jahrzehnte nicht mehr worden. Und die Menschen sind auch nicht mehr bereit, für die Freiheit zu kämpfen, weil Freiheit bedeutet Eigenverantwortung, Freiheit bedeutet Arbeit. Ich kann mich nicht auf den Vater Staat verlassen. Gut, aber die FDP hat damit auch nie gepunktet. Das muss man jetzt aus politisch-taktischer Sicht sagen. Ich war allgemein bekannt, ich war mal Mitglied der FDP und habe irgendwann festgestellt, ich kam aus der John Stuart Mill'schen Ecke. Das ist eine ganz eingestaubte Nummer, aber da heißt es im Kern, im Wesentlichen, meine Freiheit geht so weit, bis deine anfängt und dann ist da Schluss und weiter geht's nicht. Man hat in Deutschland noch nie groß Pokale gewonnen, wenn man auf die Freiheit hingewiesen hat. Das war früher auch kaum anders. Oder auch Westerwelle hat ja seine 18% nie geholt, die er gern gehabt hätte. Also will sagen, ist das die falsche Taktik vielleicht, darauf Problembewusstsein zu schaffen? Wie kann man die Menschen ansprechen? Nein, unter gar keinen Umständen. Also wenn man aufhört, Problembewusstsein zu schaffen, wenn man aufhört, darüber zu reden, wer soll denn dann noch kämpfen? Dann geben die Leute alle auf. Man muss das Thema immer wieder spielen. Man muss den Leuten immer wieder klar machen, das ist das kostbarste Gut, was wir haben. Wenn wir die Freiheit einmal verloren haben, wir haben das in anderen Ländern gesehen, wie lange hat es in der DDR gedauert, bis sie die Freiheit wieder erkämpft haben? Und was hat es gekostet? Wir haben jetzt am Donnerstag Erinnerung an den 17. Juni, an den Aufstand. Wenn wir sie einmal verloren haben, dann haben wir ein dickes Problem. Das heißt, wir müssen für die Freiheit kämpfen und da muss es Politiker geben, die das zum Hauptthema machen und immer wieder darauf hinweisen. Die FDP hätte vielleicht damit punkten können, wenn man es ihr geglaubt hätte. Ich habe die FDP in den letzten 4 Jahren erlebt, in der letzten Legislaturperiode, wo sie das Thema Freiheit und Überwachung hoch und runter gespielt haben. Ich erlebe sie jetzt und sehe einen Justizminister, Buschmann von der FDP, der mir sagt, das NetzDG gilt übrigens auch für Telegram. Das wollte er in den letzten 4 Jahren noch abschaffen, dagegen hat die FDP geklagt. Man kann diesen Gestalten gar nichts mehr glauben. Ja, das ist das Problem. Man muss glaubwürdig bleiben. Das ist übrigens der gleiche, ist jetzt ein Insider, aber du als bekennender Science-Fiction-Fan, das ist der gleiche Minister, der eine kleine Grogu-Figur ins Bild hielt und von Meister Yoda sprach. Eingeweihte wissen, dass Meister Yoda und Grogu Welten auseinanderlegen. Alle anderen glauben, der Brandenburg spinnt jetzt völlig. Deswegen lassen wir das Thema auf. Wir haben aber noch einen Hörer in der Leitung, Gilbert nämlich aus Minden, der sagt, Frau Kutta, sinngemäß, Ihr Tipp ist aber gefährlich, was Sie da an Rückgrat fordern. Wenn ich es richtig wiedergebe, Gilbert aus Minden, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, Frau Kutta, mein Punkt setzt da an, wo Sie eben sagen, es braucht Menschen mit Rückgrat, die sich dafür immer einsetzen, so wie auch Herr Brandenburg und auch viele andere freie Medien. Mein Punkt ist bloß, was hindert den Staat daran, wie zum Beispiel bei Julian Assange, so linke Nummern abzuziehen, wie wir ja in den letzten 10 Jahren oder so, wo das mit Julian Assange angefangen hat, wo er in einer Botschaft festgesessen hat, wo die immer wieder Druck gemacht wurde und immer wieder gefleht wurde, andere Länder, bitte schaltet euch mal ein, rettet den Mann. Und da wurde ja wirklich in der Bevölkerung aufgeschrien und unsere Politiker haben einfach nur in der Nase gebohrt, muss man ganz ehrlich sagen. Immer nur irgendwelche Beileidsbekundungen und dann haben sie doch nicht in Aschenhose gehabt, um mal dagegen aufzustehen. Und sie haben regelmäßig auf Russland verwiesen und auf ganz andere. Ja, genau, genau. Das tun sie bis heute in Form genau. Der FDP, ja. Ja, was nicht minder schlimm ist, also das wollen wir nicht gegeneinander aufrechnen, beide Unterdrückungen. Also Sie sagen, es ist gefährlich. Und wer hilft dann, wenn man dann in der Mühle sitzt? Ja, genau. Ich möchte wissen, ich meine, in allen Ehren, die Arbeit, die ihr macht, ist wirklich sehr wichtig. Die Problematik sehe ich bloß darin, was ist, wenn der Staat wirklich so schweinisch nachher agiert? Ich meine, du hattest schon eine Hausbesuchung, viele andere auch von den freien Medien, eventuell so in den Dreh.
oder Untersuchungen oder mussten irgendwas anderes machen oder sonst was oder kriegten schon Bescheide, dass sie irgendwie angeklagt werden. Sogar ein Urteil ist schon gesprochen, nicht rechtskräftig, aber auch ein Urteil gibt's, ja. Ja, nein, aber was verhindert daran, dass nachher wirklich, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, wo nachher sogar die Zeugen, die ja eigentlich Assange damals belastet haben, gesagt haben, nein, das war einvernehmlich. Und dann sind die Staaten immer noch dahinter und machen und spielen dieses scheiß Spiel. Was hilft dagegen? Das ist die Frage. Wichtige Frage. Vielen Dank für diesen sehr wichtigen Einwurf, Gilbert aus Minden, und einen schönen guten Abend dahin. Uns bleibt nicht mehr allzu viel Zeit mit Blick auf die Uhr. Ich würde einen Schritt weitergehen und sogar auf die sehr hässliche Causa Lindemann in dem Zusammenhang verweisen. Wir wissen alle nicht, was dahinter steckt, aber wir erleben da auch, dass mit aller Macht gegen jemanden vorgegangen wird, aus welchem Grund auch immer. Und man sieht doch eine überraschende Einigkeit zwischen Staat und Medien und eine gewisse Koordination. Ich packe das mal alles in einen Topf. Ist das nicht wirklich gefährlich für den, der dagegen angeht? Natürlich. Aber es ist immer gefährlich, für die Freiheit zu kämpfen. Wenn man in andere Länder guckt, ich habe dieses Bild vor Augen, China, da steht dieser einzelne Mann vor dem Panzer. Aber er stand trotzdem vor dem Panzer. Wenn sich alle verstecken, dann wo endet das? Wenn keiner aufsteht, der einzige Schutz, den wir haben, ist, dass viele aufstehen. Dass viele sagen, das geht so nicht. Dass viele sagen, das ist nicht fair. Und ich habe das in der Corona-Zeit erlebt, dass eben Leute plötzlich in Schubladen gesteckt worden sind, wo sie nicht hingehört haben und die jetzt auch sagen, das geht so nicht. Die dann auch mal gekommen sind und gesagt haben, ich habe immer gedacht, du bist auch so eine Rechte. Kann ja gar nicht sein. Ich bin ja auch nicht rechts. Ich habe mich mit Linken unterhalten, die plötzlich in der rechten Ecke gesteckt worden sind. Und je weiter der Staat das treibt, je weiter er es übertreibt, meine Hoffnung ist, dass mehr Leute Mut haben und aufzustehen. Weil wenn alle schweigen, dann haben wir die Diktatur. Es gibt das Sprichwort, wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur wieder auf. Ich habe das Gefühl, ich bin schon mehrfach in der Diktatur eingeschlafen, weil die Demokratie so lange weg war. Sie schlaft dann immer wieder ein. Aber ja, stimme zu. Ich glaube tatsächlich, aber persönlich, das kann man ja, da gibt es kein Falsch und kein Richtig. Ich glaube, dass eine große Chance daran liegt, dadurch den Staat zu provozieren. Und immer wieder, böse Zungen behaupten, ich tue das ja auch, immer wieder zu zeigen, wie weit diese Faschisten schon gehen, wie sie sich gehen lassen. Und ich erlebe dann persönlich auf der Arbeitsebene, dass diese Handlanger auch unglaublich leicht zu provozieren sind. Also wir haben unglaublich selten einfältige Menschen, die in diesem Apparat teilweise sitzen. Es gibt sehr intelligente auch, die wahrscheinlich sich dann nicht zum Handlanger machen und nicht zu agieren. Aber man sieht, dass die Häscher, die da unterwegs sind, sich ja auch nach sehr einfachen Schemata verhalten. Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, je mehr die sich so blamieren, umso mehr sind auch im Apparat, die sagen, nee, also mit denen will ich nicht mehr Kollege sein. Natürlich. Es gibt genug Polizisten, es gibt genug Rechtsanwälte, die sagen, das geht so nicht weiter. Die dann auch aufstehen, die sich auch politisch engagieren, weil sie das selber sehen. Und das ist genau das, was ich meine. Der Staat wird es immer weiter versuchen. Das ist das, was jetzt wir haben mit dem NetzDG angefangen, jetzt sind wir bei Chatkontrolle und beim DSA. Und irgendwann übertreiben sie es und irgendwann stehen die Leute auf und dann ist es wichtig, dass es ganz viele sind. Und das schützt uns. In der DDR sind die auch gemeinsam auf die Straße gegangen und haben gerufen, wir sind das Volk. Ein Einzelner hätte es nicht geschafft. Sagt sie und lächelt, und man möchte es ihr fast glauben, wenn sie mit so viel Optimismus einen anschreit. Liebe Joanna Katter, herzlichen Dank für diesen Optimismus, für diesen spannenden Rückblick auf die vergangenen dramatischen Jahre Digitalpolitik. Und ich bin sehr gespannt, wo wir in 2 Jahren sitzen, sowohl physisch als auch politisch. Ich hoffe dann nicht im Essenstrakt irgendeines Gefängnisses. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder und wünsche Ihnen ein vorletztes Mal. Bis dahin viel Spaß mit dem weiteren Programm auf Kontrafunk.